Moin Moin, eins Worte von mir heute mal zu diesem kleinen Headset. Das ist schon ein bisschen älteres Modell. Ich bin aber großer Fan, deswegen habe ich es nochmal neu geholt und dachte, ich nutze das hier auch nochmal, um das zu zeigen. Wir sehen das hier, es ist auch schon ein bisschen angeditscht, der Karton. Das Ganze ist nämlich das Logitech Artemis Spectrum G933 im Wireless Version. So, und ich will jetzt gar nicht lange in die lange Nummer hauen. Ich hoffe, das klappt hier alles. Das ist aus dem Warehouse-Deal, also es ist schon mal von jemandem genutzt worden und zurückgeschickt worden und es wurde als noch gut befunden. Ich hoffe, ja, es gibt hier jetzt keine böse Überraschung. Deswegen ist hier wahrscheinlich auch dieser hässliche Streifen drauf. Wir gucken mal. So, das sieht jetzt erstmal okay aus, wobei hier oben scheint sich irgendwas ein bisschen zu lösen. Ja, aber egal. Wir gucken uns das jetzt erstmal an. Ja, hier oben, da ist irgendwie das rausgesprungen. Aber das kann man fixen. Das ist nicht schlimm. So, und dafür haben wir ein bisschen weniger bezahlt. Das ist dann in Ordnung. So, auf jeden Fall haben wir hier noch sämtliche Kabellagen, die wir nutzen können. Die interessieren uns erstmal nicht, sondern wir wollen das Headset erstmal als solches sehen. Und ich finde, das ist wirklich eins der besseren Modelle, die es auf dem Markt gibt. Auch jetzt noch, obwohl es schon ein bisschen älter ist. Wir haben hier oben ein schönes Polster. Dann haben wir hier ordentliche Ohrmuscheln, die sehr großzügig gepolstert sind und sehr, ja, einladend sind. Wir können das Mikro hier simpel verstauen. So, das Ganze können wir noch rausziehen und drehen, wenn wir das wollen. Muss aber ja nicht. So, die Ohrmuscheln selbst sehen wir hier, hat aber auch so ein Gelenk, was sehr großzügig gestaltet ist. Hier die Logo-Plattform, die auch beleuchtet ist. Wir können hier auch reinschauen. So, hier sitzt dann auch entsprechend einmal ein Akku, den man wechseln könnte, wenn man es denn möchte. Und hier auf der anderen Seite sitzt dann der Empfänger für das Headset. Also falls wir das Ganze mitnehmen, ist das relativ schnell verstaut und schnell wieder aufgebaut. So, ansonsten haben wir hier an der Seite auch noch einen sehr schönen LED-Effekt. Ich weiß jetzt nicht, ob das preloaded kommt. Das gucken wir sonst gleich mal, dass wir das irgendwie zum Laufen bekommen. Und hier oben haben wir dann sämtliche Tasten nochmal. Wir haben hier G1, G2, G1. So eine Mute-Taste, laut und leise. Also alles, was man sich so vorstellt. Und wir gucken einfach mal, ob das Saft hat das Ding. Das hat keinen Saft. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie schnell an einer Powerbank anschließen und uns das anschauen. Was ein bisschen schade ist, es hat halt kein USB-C. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in der neueren Version mittlerweile vielleicht das doch hat. So, wir können uns hier auch nochmal die Kabel kurz anschauen. Das ist mir auch so typisch Logitech. Alles schön gebunden, geflochten, damit das alles schön sauber ist. So, und wir gucken mal, dass wir jetzt hier das rausholen, was wir brauchen. Wir brauchen einmal das. Weil der LED-Effekt ist natürlich auch eine sehr schöne Nummer hier bei dem Headset. Und sollte man nicht außen vor lassen. Das Ganze ist dann über die Software natürlich auch einstellbar. So, jetzt haben wir hier so ein Fade oder Real Mode. Und jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an, weil das ist das, was so gut aussieht, meiner Meinung nach. Ist das an? Hallo? Eben gerade war es doch an. Was ist jetzt los? Ah ja, okay. Ah ja, gut, darüber können wir das steuern. So, aber es, finde ich, sieht halt wirklich mit diesem kleinen Riffeln dazwischen richtig gut aus. So, dann haben wir diesen Brief Mode, wir haben diesen rotierenden Mode, das können wir hier anscheinend auch alles über die Schnellfunktion nutzen. Und ich kann das hier auch einmal zeigen, wenn wir das Headset rausnehmen. So. Erstmal signalisiert es das uns, so, also wir wechseln, wir sind hörbar. Und wenn wir es dann muten, blinkt es rot auf und wir wissen, okay, es hat funktioniert, er hat es angenommen. Wir haben dann hier auch einen kleinen roten Knopf bzw. rotes LED, was uns das signalisiert. Wir heben das auf, der rote Bereich löst sich und wir sind wieder online und live zu hören. So, ansonsten, wie gesagt, meiner Meinung nach eins der besseren Headsets immer noch, mit dem man nicht viel falsch machen kann.